Wie spät haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir es 10 nach 7, also so langsam müssten die Leute mal kommen, würde ich sagen. 19 Uhr war Einlass. Ja, ab 19 Uhr haben wir Einlass gesagt. Jetzt wäre auch schön, wenn langsam die Leute mal kommen würden. In den Mad Monkey Room in Prenzlauer Berg. Nach langer Corona-Pause soll hier wieder Stand-Up-Comedy stattfinden. Philipp Ukel moderiert die Show. So, ich habe mal meine Maske aufgesetzt. Die hat meine liebe Schwägerin gebastelt. Und ich finde, sie sieht ein bisschen aus, als ob es eine alte Unterhose von meinem Bruder ist. Noch macht er Witze. So, unsere einzigen Gäste, die ich gerade reinlassen wollte, gehen gerade weg. 20 Leute haben sich online registriert. Da verkaufen wir jetzt Tickets, die 0 Euro kosten, weil normalerweise kostet das kein Eintritt und es ist spendenbasiert. Und jetzt bin ich gespannt, wie leicht klickt man im Internet irgendwas an und kommt da nicht. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob es voll wird oder nicht. In 20 Minuten soll die Show eigentlich schon starten. Lange haben sich die Macher darauf vorbereitet. Alles muss unter Corona-Regeln stattfinden. So, was soll ich den Leuten noch sagen? Also, sie sollen sich definitiv desinfizieren. Genau. Sie sollen sich hier eintragen mit... Genau, Maske beim Rumlaufen. Genau, Maske beim Rumlaufen. Comedy unter Corona. Vereinzelte Sitze, Abstandsmarkierung und Registrierungslisten gehören dazu. Nur 20 Leute gleichzeitig dürfen rein. 2 sind 10 Minuten vor Showbeginn immerhin schon da. Achtet ein bisschen drauf, dass an der Bar sich keine Schlange bildet. Aber da ihr bisher die Einzigen seid, wird das, glaube ich, machbar sein. Alles klar. 19.30 Uhr. Jetzt wäre eigentlich Showbeginn. Seid ihr für die Comedy-Show hier? Cool, kommt rein, Leute. Habt ihr Masken dabei? Doch es kommen noch Leute. Zu spät, aber sie kommen. Guck mal, ob ihr hier rechts hinpasst. Der Laden füllt sich und Philipp, der hat alle Hände voll damit zu tun, alle nach Corona-Regeln zu platzieren. So, dass es hier frei bleibt, dass sie noch hier sitzen kann. Der Comedy-Club ist voll besetzt oder zumindest so voll, wie er sein darf. Ich habe mir völlig umsonst Sorgen gemacht. Die Show kann beginnen mit 20 Minuten Verspätung. Ihr seid wieder da, wir sind wieder da. Oh mein Gott, Leute, ich finde es so geil gerade, ich freue mich so sehr. Leute, bitte tut mir einen Gefallen als allererstes, um diese Corona-Pause hier im Mad Monkey Room zu beenden. Leute, bitte flippt einmal richtig aus, seid einmal richtig laut, gebt einmal ein richtiges Vollgas. Einmal, wie laut kann man sein, um den Mad Monkey Room zurück zu begrüßen, Leute? Philipp wird gleich den ersten Comedian auf die Bühne holen, Daniel Luis. Der desinfiziert gerade noch sein Mikrofon. Erste nach der Pause. Ich könnte es nicht schwieriger für ihn machen. Bitte gebt alles, hier ist für euch der wunderbare Daniel Luis. Ich schalte mein Türsteher-Image nicht los. Egal, was ich mache. Zum Beispiel heute stand ich vor der Show hier vom Eingang und einer von euch ist so vor mir stehen geblieben. Da muss ich erst so nicken und dann ist er reingegangen. Super geil, es ist so geil, wieder da zu sein. Es macht so einen Spaß, einfach wieder auf der Bühne zu stehen. Das ist so cool. So geil. Einfach geil. Jetzt müssen wir bloß gucken, dass die Leute auch warm werden. Und dafür wird es viel Gelegenheit geben. Und zwar jeden Abend, 7 Tage die Woche, geht hier ab sofort Comedy über die Bühne. Oft gleich mit mehreren Shows hintereinander. A20 Personen, versteht sich. Und wir haben